Meine letzte Station war Hongkong. Der Zug dahin war für mich die Fahrt in die freie Welt, weil ich in Hongkong endlich YouTube, Facebook, Instagram und vor allem Google wieder nutzen konnte. Mein Hongkong-Aufenthalt war dann auch die schönste Zeit in China und ein perfekter Abschluss, bevor ich wieder zu meiner Familie nach Deutschland geflogen bin. Am meisten haben mir die Menschen gefallen, die sehr freundlich und auch wunderbar sonderbar sind. Die Erfahrung, allein in ein fremdes Land mit völlig anderer Kultur zu reisen, möchte ich auch nicht missen und freue mich schon auf das nächste Abenteuer.